Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, ich bin gerade ein bisschen noch überfordert bezüglich der Bildschirmaufteilung jetzt, weil das jetzt beides 1920x1080p Monitore sind. Auch wenn der hier ein bisschen größer ist. Ich möchte kurz dazu sagen, neues Setup. Drei Sachen sind neu. Eine neue Maus, neue Tastatur und neuer Monitor. Das ist jetzt der neue Hauptmonitor, deswegen und den Monitor, den ihr vorher kanntet als Hauptmonitor, das ist jetzt der zweite. So, juckt aber keinen. Wir gehen rein in eine neue Reaction und zwar auf einen Song, den ich jetzt schon öfters bei Instagram gesehen habe, auch vom Creator selber. Und zwar Titanic von Lion und Fresco. Und da gehen wir jetzt auf süß rein. Knappe, schnappe 2 Minuten 7 geht der Track. Und da gehen wir dann natürlich, da gehen wir natürlich auch rein. Kurz dazu gesagt, Cover ist mega geil gemacht. Sieht mega nice aus mit der Titanic im Hintergrund. Sehr, sehr schickes Cover. So, wir scheißen auf alles, wir gehen direkt rein. Ich habe mir den Track nicht angehört. Ich kenne nur die Ausschnitte eben bei Instagram. Und ja, weniger Laber, mehr rein in die Reaction. Gib ihn. Beatmäßig geil. Gibt mir so leichte Vibes in Richtung habe ich den Namen vergessen, Bro? Scheiß drauf. Ich habe den Namen vergessen. Egal, kack drauf. Okay, auch an Film angelehnte Lines. Dieses "Ich würde für dich sterben wie Jack". Ja, wer den Film kennt, der weiß ja, dass Jack im Wasser erfroren ist am Ende und dann ja runtergetaucht ist. Weil er ja eben erfroren ist und sich da eben nicht mehr festhalten konnte. Und ich meine sogar, Rose hat ihn sogar dann losgemacht und dadurch ist er runter. Ich habe den Film vor 5, 6 Jahren das letzte Mal geguckt. Ey, frag mich nicht, okay? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er erfroren ist und runtergegangen ist ins Wasser. Keine Ahnung, frag mich nicht. So, ich mir sowas merke. Stark, doch hab keinen Effekt. Ich will zeigen, dass noch mehr als so ein Wack in mir steckt. Die See ist stark, ich gehe unter und das nur in einer Nacht. Aber das kommt sehr, sehr geil. Der Track, der kommt sehr, sehr strong rüber. Mir gefällt doch der Beat, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir gefällt der Beat. Ja, weil der Beat, der kommt so. Ich habe halt leichte Vibes. Bin ich ehrlich bei dem Beat. Ich habe so leichte Vibes in Richtung Angel Payne und so. Da kriege ich so leichte Vibes in diese Richtung gerade. Also jetzt von den, ich sag jetzt mal von den neueren Sachen her, so von den Anfangssachen. Also eigentlich von allen Sachen. Weißt du? Kriegst so leichte Vibes Richtung Angel Payne. Und vor den Gitarren habe ich so leichte, ja, so ganz minimale Neffex Vibes durch so 3-4 Songs von Neffex. Von daher, ey, kommt böse. Kommt böse. Ich will
Sehr geil, sehr geil. Mich würde jetzt mal ganz kurz eine Sache interessieren. Gibt es da eine YouTube-Version von? Gibt es da eine YouTube-Version von? Das würde mich jetzt mal eben schnell interessieren. Gut, so brauche ich schon mal nicht gucken. Das Problem ist, übrigens bei dem Namen vom Feature, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie man den ausspricht. Weil ich sag mal so, ne? Ja, wobei Freakso? 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 Ey, bitte sagt es mir in den Kommentaren, ne? Ich hab keine Ahnung, ne? Ich hab so dick keinen Plan, ne? Okay, nee, gibt es nicht. Okay, schade. Es gibt, also doch schon, es gibt eine, es gibt ein Dingens. Also es gibt eine YouTube-Version, aber das ist halt wieder, es ist halt so ein Topic-Channel, ne? Und dieser Topic-Channel, der ist halt von YouTube selbst gemacht, irgendwie, warum auch immer. Nein. Ich möchte jetzt keinen anderen Trick gerade hören. Ne, okay, schade, gibt es nicht. Ah. Wäre lustig gewesen. Aber gibt es leider nicht. Aber ich packe euch den YouTube-Link zu ihm, zu Lion. Zu Lion? Weil hier steht Lion wie Liam, nur mit N. Lian, also. Ah, okay, dann. Digga, ich sag das die ganze Zeit falsch. Das stark, man, das stark. Egal, also. Lian, okay. Muss ich mir. Lian, Lian. Okay. Ah, okay, Lian, ja, gut, ja, okay, das ergibt Sinn, ja. Okay, gut. Komplett reingeschissen gerade, ne, aber egal. Also, Lian und Freakso Titanic. So reingeschissen, aber egal. Also, ganz kurz gesagt, absolut geiles Teil. Beatmäßig absolut meins. Ist komplett meins einfach. Also, es ist halt einfach so ein Ding, das kann man sich halt einfach immer wieder geben. Wir schauen mal ganz kurz in seine YouTube-Kanalbeschreibung. Also, Lian steht symbolisch für emotionale Rap-Texte rund um Liebeskummer, Trennungsschmerz und Verlust. Ängsten mit starken Einflüssen von Pop-Punk, Emo-Rock, Trap und Hyperpop. Boah, Hyperpop ist auch kommt böse, glaube ich. Weiß gar nicht. Falls er das Video hier sehen sollte, was ist einer der oder was, einer von deinen Tracks? Welcher ist da so in diese Hyperpop-Richtung? Das würde mich mal echt interessieren. Das würde mich doch mal echt interessieren. Aber, ich glaube, ich habe genug gelabert. Leute, wenn es euch gefallen hat, schaut in die Videobeschreibung. Ich packe euch den YouTube-Link rein. Ich packe euch den Link zu dem Track in die Info, in die Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.